Am Samstag, den 8. Oktober, öffnete das Theater Reichenau wieder seine Pforten. Denn die Theatergruppe Peierbach-Reichenau lud zur Premiere ihres neuen und alten Stücks Reset alles auf Anfang, eine Komödie von Roman Franklin und Michael Nivarani. Leider passend zum Titel mussten aufgrund von Krankheiten und der Corona-Situation im Vorjahr alle geplanten Vorführungen abgesagt werden, doch auch dies hinderte die Gruppe nicht an einen neuen Start im heurigen Jahr. Die letzten beiden Jahre ist nicht nur die Theatergruppe Peierbach-Reichenau gebeutelt worden, sondern die ganze Kultur im oberen Schwarzwaldtal. Aber ja, wir sind einfach glücklich und froh, dass wir wieder spielen dürfen und vor allem, dass es angenommen wird. Es ist halt jetzt ein bisschen zaghaft noch, aber wir sind guter Dinge. Wir spielen ja noch nächste Woche und übernächste Woche und gibt es noch ein paar Termine und noch ein paar Plätze. Auch. Dennoch blickt man auch sehr positiv auf die noch bevorstehenden Termine in diesem Jahr. Das war das Gute, das hat uns das Leben heuer gerettet. Da wir das Stück schon einstudiert gehabt haben, sind die Proben eigentlich sehr kurzfristig machbar gewesen und waren dann eigentlich straightforward, ein Riesenspaß und wirklich gut. Ich glaube, die Schauspieler haben ein bisschen was noch mit dazugelernt. Das Stück ist heuer wieder anders, als wie es voriges Jahr war, obwohl es an und für sich das Gleiche sein sollte. Somit war für die zahlreich erschienenen Gäste alles angerichtet für einen gemütlichen und unterhaltsamen Theaterabend. Und hier wurde auch nicht zu viel versprochen. Die Theatergruppe begeisterte mit sehr viel Spaß und Humor, was auch bei den Zusehern für viele Lacher sorgte. Die Komödie dreht sich dabei um einen erfolgreichen Geschäftsmann, welcher sich nach einem Unfall plötzlich an nichts mehr erinnern kann. Und hier lassen auch die Intrigen seiner Freunde und Familie nicht lange auf sich warten. Ein Kulturgenuss vom Feinsten für Jung und Alt. Wer nun Lust auf Theater bekommen hat, kann seine Chance noch am 15., 16. und 22. Oktober nützen. Karten sind bei der Theatergruppe Peierbach-Reichenau erhältlich.